Wie geht Asklepios mit Kritik von Beschäftigten um, insbesondere wenn diese noch von einer gewählten Betriebsrätin vorgetragen wird? Es geht um dieses Interview vom 17.12. Romana Knežević, Sprecherin der Vereinigung Krankenhausbewegung und Asklepios-Beschäftigte, wirft dem Konzern unter anderem vor, dass unter einem erheblichen Personalmangel die Behandlung und Sterbebegleitung der Patienten leide. Nachdem der Krankenhauskonzern diese Vorwürfe energisch zurückgewiesen hatte, legten einige Beschäftigte nach und bekräftigten die Vorwürfe ebenfalls vor unserer Kamera. Jetzt lässt Asklepios den Konflikt offenbar eskalieren. Er möchte seine Betriebsrätin Romana Knežević entlassen. Ein Sprecher des Konzerns sagt dazu: Bei allem Verständnis für teils berechtigte Kritik am Gesundheitssystem ist es gleichwohl nicht hinnehmbar, dass Mitarbeiter aus ideologisch-politisch motivierten Gründen gegenüber Medien wissentlich Falschinformationen verbreiten oder Ausnahmesituationen als Regelfälle darstellen und damit bewusst ihren Arbeitgeber sowie ihre Kollegen öffentlich in Misskredit bringen. Nicht nur die betroffene Krankenhausbewegung ist geschockt. In einem offenen Appell springen zahlreiche gesellschaftliche Gruppen der Initiative bei und fordern, den Personalnotstand zu beenden. Auch Verdi möchte, dass sich Asklepios mit der Kritik auseinandersetzt. Also eine Kündigung kann nie die Lösung oder der richtige Weg sein, mit Kritik oder auch mit Kritikern umzugehen. Das halten wir für den falschen Weg. So, das ist auch kein adäquater Weg mit der Auseinandersetzung von Kritik. Personalmangel und den Fachkräftemangel hatten wir schon vor der Pandemie. Der wird jetzt noch mal deutlich verschärft. So, und es gilt eigentlich schon vor der Pandemie und jetzt umso mehr. Arbeitsrechtlich ist die beabsichtigte Kündigung höchst problematisch. Betriebsräte genießen einen besonderen gesetzlichen Schutz. Das weiß auch Asklepios. Das ist ein nicht ganz unübliches Prozedere. Das ist sicherlich so die letzte Möglichkeit als Arbeitgeber, dann das scharfe Schwert hier noch mal zu nutzen. Damit will man sicherlich einen Flock einhauen in dem Moment, ein Statement abgeben und das gegebenenfalls auch in Kenntnis, dass das Ganze unwirksam ist. Die Initiative Krankenhausbewegung und ihre Sprecherin bekräftigten noch einmal ihre Vorwürfe und fordern Asklepios auf, seine Beschäftigten anzuhören und ernst zu nehmen.